Völklingen, Saarland, 9. Dezember 2011. Marie Gallimard Geis auf dem Weg zur Schule ihrer Kinder, um ihnen Weihnachtsgeschenke zu bringen. Bah, tu viens avec moi? Tu viens avec moi? On va leur porter, on va demander si on peut donner ça aux enfants. Oui. Ah oui, quand même. So, dann gehen wir. Wir sind gerade rausgeschmissen worden. Tatsächlich? Ja. Die Frau hat geschrien wie im Spieß. Die hat gesagt, die ruft die Polizei an. Und also sowas hatte ich noch nie erlebt. Also das war kein Mensch. Ich weiß nicht, was das war. Aber die ist total außer sich gerastet. Ich habe gesagt, ich möchte nur Geschenke abgeben, um sicher zu sein, dass der Erwin sie bekommt. Ja. Und dann habe ich gefragt, ist die Schulleiterin da? Mhm. Die wollte nicht beantworten. Der hat gesagt, ja, gehen Sie dort klingeln. Und natürlich ist die Tür zu und es gibt keine Schulleiterin da. Ja. Also. Ja. Also war dein Eindruck, dass die Leute irgendwie vorgewarnt waren? Der Erwin war da. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen und der hat... Hat er dich auch gesehen? Der hat absolut keine Reaktion gehabt. Ja, ja. Also der ist... ich habe den noch nie so gesehen. Der ist einfach ohne Reaktion, gar nichts. Also nicht aggressiv, nichts. Ja. Der hat uns angeguckt und hat dann nicht kapiert, wieso die Frau so geschrien hat. Und die Frau hat nur geschrien, Erwin, geh raus, geh raus, geh raus. Die wollte nur den Erwin außer unserem Sicht holen. Ja, ja. Und von der Astrid habe ich nichts gesehen, nichts gehört. Ich weiß nicht. Also war das wahrscheinlich so ein Ereignis, was der Junge nicht verarbeiten konnte. Ohne, die Frau, ohne die zu Frau wissen, was hat da nur was gesagt, war. Wie hat sie das gesagt? Also das Gericht hat telefoniert und wir haben, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Sie sind informiert worden. Ja, noch schlimmer, die haben... Gewarnt worden. Die haben ein, also kein Beschluss, also das Gericht hat ihnen gesagt, wir dürfen nicht ran, wir dürfen nicht durch. Ja, das erklärt die Nervosität von den Leuten. Aber die war verrückt. Ja, ja. Sowas, ich meine, wir vertrauen unsere Kinder, Leute vertrauen ihre Kinder an solche Leute an. Da bin ich erschrocken, dass diese Frau ihre Ruhe nicht behalten kann, um normal zu sprechen. Die ist... Die hat geschrien. Meine Mama hat sogar Ohrschmerzen gekriegt, weil die so verrückt war die. Ja, ja. Also echt. Ich konnte nur meinem Sohn kurz sagen, hallo Erwin, ich bin's, die Mama, ich habe dir Geschenke mitgebracht. Und der hat dann vielleicht ein bisschen geguckt und gar nicht kapiert. Also der ist total
der hat keine Wille mehr. Ja, ja. Ja, der hat keine Wille mehr. Der ist, der ja, der ist überfordert. Sagen der wir mal ist so. Leer. Der ist überfordert. Der ist total leer. Der hat, der hat nichts mehr im Kopf. Mhm. Hallo, mein Name ist Marie Gallimard Geis. Ich bin Französin und ich habe zwei Kinder, die seit einem Jahr in Deutschland sind, ohne dass ich jeglichen Kontakt mit ihnen habe. Wir sind hier in Saarlouis vom Gericht. Wir waren früher im Gericht Völklingen, weil heute ein Termin stattgefunden hat. Und zwar wegen Umgang mit meinen Kindern. Ich habe leider nichts erreicht und ich erkläre Ihnen, was passiert ist. Also hier in Saarlouis habe ich früher mit meinen beiden Kindern, Erwin und Astrid, gewohnt. Ich hatte Aufenthaltsbestimmungsrecht und die sind regelmäßig zum Papa fürs Wochenende und für die Ferien gefahren. Auf einmal sind die nicht zurückgekommen vom Vater. Der Vater hat dem Richter gesagt, dass ich als Französin eine Gefahr einer Entführung bin und dass deshalb sollte er die Kinder bekommen. Und der Richter Freichel, also hier im Saarlouis, hat sofort entschieden, in zwei Tagen ohne Anhörung, dass die Kinder beim Vater bleiben sollten, hat aber leider vergessen, mir ein Umgangsrecht zu geben. Und seit 15 Monaten jetzt habe ich absolut keinen Kontakt mit meinen Kindern. Ich habe versucht in der Schule, im Kindergarten, in der Kirche, überall. Da habe ich nur Bedrohungen bekommen. Falls ich mich annähere, dann rufen sie die Polizei an. Ich könnte da als potenzielle Kindesentführerin bezeichnet werden und dann hätte ich gar keine Chance mehr, meine Kinder wiederzusehen. Ich war gerade in der Schule in Saarlouis und wollte nur Geschenke abgeben für meine Kinder. Und wir sind rausgeschmissen worden als Kriminelle. Und auf dem Weg von der Schule nach dem, also hierher, haben wir sogar die Polizei gesehen. Die ging in der Richtung von der Schule. Die ist also angerufen worden. Also heute habe ich immer noch kein Zeichen von meinen Kindern. Ich weiß nicht einmal, wie die jetzt aussehen. Und die Manipulation geht weiter vom Vater, von der ganzen Umgebung und mit dem Segen des Richters und des Jugendamts.